Aber es ist dann umstritten worden, man muss was zu tun. Leider hat sie sagen, dass ich den Kämpfen gewusst habe. So. Und dann machen Sie mal die erste Seite auf. So. So, dass man da ein bisschen was sieht. Und dann die zweite Seite. Der erste ist der Minister. So. Das persönliche, ja? Genau. Der junge Mann war meine junge Mann. Immer noch, immer noch. Zum Bundesvorsitzenden hast du zum Beispiel bei Ihnen. Bist du dort die Leiterin der Einrichtung? Ja, ich bin der Geschäftsführer. Das ist wirklich eine Vorzeigeeinrichtung. Also ich bin diese Woche schon das zweite Mal hier. Wir hatten am Dienstag einen größeren Kongress. Und also, wenn es um Pflegethemen geht, also ist auch Christian Doss immer eine Ansprechpartnerin, wo man immer nachfragen kann. Sie führt ein hartes Regime hier, muss man sagen, aber qualitativ eben sehr, sehr hochwertig. Okay. Und den Rest erzählt sie dann selbst. Sehr gerne. So, ich mach mal weiter. Ich Vorsitzender des Fachausschusses Gesundheit und die Landesvertretung. Tobias Kuhl ist der Vorsitzende des Weißverbandes Magdeburg der CDU, weil Peter Schwenke ist der Vorsitzender der Ratsfraktion hier in Magdeburg. Herzlich willkommen in Magdeburg. Danke. Vielleicht bin ich heute Nacht schon angekommen, weil ich gekommen bin. Ich konnte zum Frühstück nicht, weil ich war heute früh schon. Extra drei Brötchen für dich melden? Ja, nein, ich war beim Vorlagenbeirat für Flüchtlingsgruppe. Das mal an. Ja. Die Methanas Unternehmensgruppe ist einer der größten Betreiber im Bereich der Senioren. Hilfe und Seniorenpflege. Wir haben 40 Einrichtungen verteilt über das Bundesgebiet, ca. 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben auch zwei fachgeriatrische Kliniken dabei, auch Einrichtungen für psychisch behinderte Menschen, aber der Großteil ist für ältere Bürgerinnen und Bürger. Und hier in Magdeburg haben wir, und das wird Frau Dost als Leiterin gleich noch im Detail erklären, eine Einrichtung, ein Demenzzentrum geschaffen, um für eine wachsende Gruppe hier eine modellhafte Einrichtung zu schaffen. Und ich glaube, es hat zwei Effekte. Das eine Effekt ist, wir tun etwas für die betroffene Bevölkerung und ich glaube, für die Stadt Magdeburg, wir haben einen städtebaulichen Akzent geschaffen, denn das war ein Gebäude, was lange so stand, seit 10 Jahren. X Jahren. So. Also von daher. Es gab auch mehrere Nutzungsideen, das weiß Herr Schwenke noch besser als wir alle, weil er im Stadtrat sitzt, unter anderem auch mal Musical Academy und wir sind alle ganz froh, dass es jetzt keine Musical Academy geworden ist, weil es also ein bisschen schwierig gewesen wäre und das jetzt das Demenzzentrum momentan sitzt. Ja, soweit von meiner Seite noch einleitende Worte. Wenn es zum Thema Pflege, mit dem Sie ja sehr intensiv befasst sind, wie man der Presse entnimmt, sind wir gerne bereit, aus dem unmittelbaren Praxis etwas zu erzählen. Aber ich denke, das wird die Diskussion. Haben Sie auch ambulante Pflege? Oder wir haben inzwischen auch ambulante Pflege gegründet, in Schwerin. In Schwerin. Ja, wir werden aber jetzt zwei, drei weitere Einrichtungen gründen, weil das ein Zukunftsfeld ist. Ich denke, wir müssen einfach in die ambulante Pflege hinein und damit auch eine ambulante Fachanrichtung dazu. Reha? Reha haben wir nicht, wir machen Frühreha in den geriatrischen Sinn. Ja. Aber direkt eine Reha haben wir nicht. Ja, soweit. Und alles weiter ergibt sich. Und jetzt übergebe ich an Frau Dotz, die hier das sehr kompetent leitet. Dankeschön. Ja, Herr Bundesgesundheitsminister, ich freue mich natürlich auch riesig, wir alle im Hause und soll von meinem gesamten Team auch die herzlichsten Grüße übermitteln. Den einen und anderen werden Sie sicherlich dann auf dem Weg durch das Haus auch kennenlernen. Aber Sie sind alle begeistert und, kann ich sagen, hochmotiviert.
dass es unseren Menschen, die wir hier betreuen, auch gut geht. Und das will ich Ihnen beim Rundgang dann mal nahebringen, wie das Leben so pulsiert. Deshalb nehmen Sie mir es jetzt nicht übel. Wir haben jetzt auf Sie gar keine Rücksicht genommen. Das Programm geht weiter und die Menschen sind das gewöhnt. Ja, dann würde ich sagen, wir begeben uns in den Fahrstuhl, fahren in die vierte Etage und von da aus würden wir den kleinen Rundgang dann vollziehen wollen. Danach würden wir dann da oben wieder Platz nehmen und würden noch ein wenig Smalltalk halten, uns den Gatten vielleicht der Sinne auch noch anschauen, was wir dort an Therapiemöglichkeiten jetzt eingeräumt haben, was wir auch schon umsetzen. Und ich weiß, Ihr Programm ist hart und stärkt. Um 12 Uhr geht's weiter. Da ist es. Okay, dann bitte folgen. Schön, dass die Männer mir mal nachgehen. Im Moment sind wir in der 2. Ja, und wir steuern jetzt die 100 an, 127 müssen wir belegen. Aber das sind auch für uns Erfahrungswerte. Wir haben ja hier in Magdeburg schon ein Haus, eine Seniorenresidenz. Dort konnten wir Anlage und Erfahrung unterstützen, keine Frage. Auch was die farbliche Gestaltung anbelangt. Und wir arbeiten ja in einem Bereich nach dem psychografischen Modell Professor Böhm. Und ausschließlich Biografie. Und dort werden dann auch die Weiterbildung durch Sie durchgeführt. Und auch das Modelllernen, also über Fallbeispiele. Yeah.
schlug alle Wohnungen in den Wind. Es war an einem schönen Herbsttag. Die Schule von ausgegangenen Häuschen trennte sich auf dem Nachhauseweg von den anderen und schlug einen Seitenpfad ein, der an einem schönen Apfelbaum vorbeiführte. Dieses hatte, wer nicht hören will, muss fühlen. Aufsatzheft. Ne, so schon zuhören kann. Ja? Ja. Ich frage. Ja. Die altdeutsche Schrift ist ja nicht einfach zu lesen, ne? Nee, ist nicht. Man muss ein bisschen zusammendenken, aber. Ja. Ich habe das damals auch von meiner Oma gelernt. Also. Ja. Man schafft es. Ja. Man schafft. Aber es ist am Anfang nicht ganz einfach, ne? Seit wann sind Sie hier im Haus? Religion war das. Ich wohne hier schon 20 Jahre. Ja. Ja. Wir wohnen hier drüben. Also meine Wohnung an der Weiche drüben. Schön. Aber genau, nicht? Und Sie arbeiten auch ganz fleißig im Garten mit Ihrem Mann, wie Sie das früher auch immer getan haben. Das Pflanzen hier, dass es Kohlrabis gibt diesmal, ja, das haben wir Ihnen zu verdanken. Ja, das muss ich mal so fairerweise sagen. Sehr schön. Naja, ja. Wenn man es von Hause... Genau, gerne. Und darum habe ich Sie haben ja den Wunsch geäußert, dass wir uns mal über das Schulthema bekommt man das mit, ne? Mein älterer Bruder, der ist zu schleu gewesen. Mein jüngster Bruder, der ist Schmied. Ist ein Ständiger. Handwerker und ich bin aus Brauch. Und sorgen für den Kohlrabi hier. Sehr gut. Genau. Alles Gute. Danke ebenfalls. Wünsche schön, Alter. Tschüss. Prima. Danke. Das ist auch als Therapie, ja? Das sind ja auch unsere Sektoren, die wir haben. Also wir sagen, Musiktherapie, Tanztherapie, Bewegungstherapie, sehr viel Physiotherapie, Ergotherapie haben wir ja selbst angestellt. Also dass man feste Strukturen hat. Der Tag beginnt und wie Sie das zu Hause gewöhnt sind, ja, Sie helfen auch, Sie decken mit auf, Sie waschen ab. Die Frauen und die. Sie sehen ja auch, es ist ein wirklich das ist schön. Auch intern. Ja, so ist das. Genau, deshalb, ja. Also, wie viele haben hier Kontakt? Das ist nahe Kontakt. Ich weiß, also der kurzen Zeit wird man es noch nicht so feststellen können. Aber haben viele Kontakt zu Ihren Anhörern oder ist das weniger? Wir werden jeden Tag besucht und wie ich vorhin schon sagte, Sie werden ja auch in die Prozesse mit eingebunden. Der eine kann häkeln, der nächste spielt Klavier, der nächste spielt Akkordeon. Von den Bewohnern oder von den Angehörigen. Und da haben wir dann unsere Themen und dann sagen wir, wunderbar, das haben wir erst sensibel machen müssen, ja, diplomatisch, aber jetzt sind es 20. Wir haben unsere Prüfung durch die Heimaufsicht und MDK schon hinter uns nach den neuen Richtlinien. Ja, wir waren wieder die Ersten, die das haben mussten. Aber es wurde auch in der Form nichts gemängelt, also was jetzt auch die soziale Kompetenz anbelangt. Also da sind wir sehr zufrieden. Und Sie sehen, Ordnung wird auch gehalten. Allerdings muss ich sagen, Tino hatte vorhin schon gesagt, das Regime, ja, es wird auch immer kontrolliert. Also es ist so, dass mein Gang morgens um 7 einmal durchs Haus schauen, ob es irgendwas gibt, was nicht in Ordnung ist. Und dann gehe ich nachher noch mal eine halbe Stunde später, grüße alle, deshalb kenne ich die Namen auch. Das ist ja auch wichtig, dass ich weiß, wer lebt hier im Hause. Sonst kriege ich ja auch keinen Vertrauen. Sie sind jetzt bei 100, haben Sie gesagt. Ja. Und haben Mitarbeiter hier im Haus? Wir haben dann noch nicht ganz 80. Okay. Das ist als aus dem Nähkästchen geplaudert. Als Gesundheitspolitiker finde ich es natürlich gut, dass Sie Rauchen nur schwer toleriert. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rauchen, die haben kein leichtes Leben hier. Das stimmt auch. Wenn ich sage, das ist ein... Wir können rauchen, aber es ist eben... Ja, nicht jede so. Halbe Stunde und dann riechend und so weiter, sondern wir haben ja den schönen Balkon draußen und es rauchen auch Bewohner, die gern auch an der frischen Luft sind. Dann sage ich, das ist Therapie, man kommuniziert miteinander und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn dann eine Zigarette geraucht wird. Ansonsten bin ich eher dafür,
Wir haben ein Gesundheitsmanagement mit der AOK. Wir helfen lieber anderweitig, dass es ihnen gut geht. Die Zigarette tut es eigentlich nicht. Wenn ich jetzt auch Raucher vielleicht im Rücken habe, dann muss ich aufpassen. Beim Aufbau in der Einrichtung, ist es Ihnen schwer gefallen, entsprechend Fachkräfte zu gewinnen? Wie war die Situation für Sie? Ja, also vom Ansatz her, Fachkräftegewinnung war nicht so problematisch. Also Bewerbungen hatten wir in Größenordnung, denen wir eigentlich gar nicht gerechnet hatten. Aber im Nachhinein stellte sich dann natürlich heraus, dass die Kompetenz, soziale Kompetenz und fachliche Kompetenz dann doch nicht das waren, was wir hier mit unseren Standards umsetzen müssen. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben ihn weitergebildet. Ja? Auch in, wie ich vorhin schon sagte, in dem Modelllernen, dass wir bestimmte Situationen dargestellt haben und gesagt, wie gehen Sie jetzt um? Jetzt hat Sie jemand angeschrien oder will Sie jemand schlagen? Ja? Und so eine junge Fachkraft, oh Gott, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder rein? Das haben wir relativ zügig hinbekommen. Jetzt haben wir einen Mitarbeiterstamm, muss ich sagen. Da bin ich sehr stolz und das sage ich mir selten, weil ich immer was zu meckern habe. Ich bin also immer sehr kritisch und ja, Anspruch irgendwo, weil es um die Menschen geht, die dieses Land aufgebaut haben. Aber ich muss sagen, ich bin auf so einem guten Weg. Die Teamfindung hat stattgefunden. Waren viele vorher in anderen Einrichtungen in der Gruppe oder haben Sie die neu von überall her, zum Teil aus der Ausbildung, neu für die Einrichtung gewonnen worden? Unterschiedlich. Okay. Es kommen aus anderen Einrichtungen, die einfach unseren Internetauftritt sehen, lesen und sagen, mein Gott, hier wird was Besonderes geboten. Wenn Leute 35 Stunden arbeiten, kriegen 20 und der Rest wird über Überstunden gemacht. Deswegen interessiert mich das schon, wie viele Vollzeitstellen es gibt, weil das ja doch ganz wichtig ist. Und ich meine, das bei einer neuen Einrichtung mal was anderes, aber wenn Menschen eine für ihre Angehörigen eine Pflegeeinrichtung suchen, würde ich sagen, Internet ist das eine, aber mal erkundigen, wie lange die Mitarbeiter in der Einrichtung sind. Ich glaube, es ist immer ein gutes Zeugnis für eine Einrichtung, wenn man hört, dass dort Menschen lange arbeiten und nicht dauernd Wechsel stattfindet. Das ist mindestens so wichtig wie manches, was man schnell auf Fotos machen kann. Ganz genau, da haben Sie völlig recht. Ja. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, was interessant ist. Also primär geht es nicht unbedingt um die Bezahlung. Die Vergütung ist natürlich schon wichtig, aber an allererster Stelle steht eben tatsächlich die Wertschätzung. Also wie ist das Team, wie werden die Mitarbeiter auch vom Arbeitgeber wertgeschätzt und da hört man eben sehr, sehr positive Rückmeldung. Okay. Den Friseur hier und eine Etage weiter, hätte ich was gesagt. Schauen wir noch mal zum Zahnarzt. Das ist der wichtigste für die Kinder. Hier sind wir auch schon voll dabei und ich muss sagen, wir werden das so nach einem Jahr auch sehen, ob es etwas gemacht hat. Das ist ja nächsten Freitag ist das in der dann dürfen wir auch da mal ein Stück Kuchen essen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen intensiver zusammenarbeiten, der Superintendent mit dem jetzt
und dann möchte ich gerne auch so eine Art Kooperation, Begleitdienst in die Seelsorge für Betreuung des Restes. Sind die Kiesel erfasst? Ja. Das mit den Kindern finde ich beeindruckend. Ja, da ist hier die Post ab hier. Ja, das ich war vor 15 Jahren mal in Italien, das hat mich so beeindruckt. Da waren Kindergarten und eine Seniorenbetreuung zusammen. Dann, die haben hier den Spielplatz gemeinsam gehabt. Und da haben die älteren Menschen mit den Jungen erzählt. Also das fand ich total toll. Ja, und hier spielen sie und draußen wird gesungen und Musik gemacht. Was sagst du gerade mit hier? Wo kommen die Kinder her? Das ist einmal 100 Wasserhaus, so. Tegelstraße. Ja. Weißt du, also alles über die evangelische Kirche. Genau. Ja, Netzwerk, weiß ich. Genau. Das ist ja sehr schön. Wir trennen ja mal alles. Ja, ich hab was. Ja. Schön, Frau Richter. Ja, der hilft bestimmt. Sie lernen jetzt neue Liedtexte oder was machen Sie? Sie lernen neue Liedtexte, weil ich hier sehe, ein Vogel wollte Hochzeit machen. Man kann sie nicht mehr alle. Aber. Das waren 90 Jahre, da schafft man das nicht mehr. Geht mir immer genauso. Man kennt dann noch die erste Strophe, aber bei der zweiten und dritten hapert es dann. Ne? Ja, aber sie machen das schon. Und auch beim Tanzen. Wenn ich dann manchmal höre, wie sie die Texte umsetzen, im Gegensatz zu mir, dann ist man wirklich staunend. Es geht nicht mehr. Nee. Ach, das geht alles noch. Zumindest ein bisschen. Aber auch unser 107-Jähriger tanzt noch. Beim letzten Mal. Sehen wir ja gleich noch. Genau. Ohne Jacket geht nichts. Da könnte man ja mal einen schönen Ball so tanzen. Ja. Das ist meins. Du musst den nicht speziell sehen. Und dann gehst du. Es besucht sie heute der Bundesgesundheitsminister Herr Bröhe. Das ist der Junge. Grüßen Sie, Herr Müller. Es ist schön, Ihnen nachträglich noch zu einem so tollen Geburtstag gratulieren zu können. Ja. Gerne bei Ihnen. Herr Müller, wir haben uns was überlegt. Wir haben ein Buch für Sie. Das kann Ihnen dann die Schwester vorlesen. Das Buch heißt Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Aber Sie sind ja schon weit über 100. Und der Bundesgesundheitsminister hat Ihnen eine Widmung reingeschrieben. Und ich habe Ihnen auch was reingeschrieben. Das wird man Ihnen gern noch überreichen. Das ist doch wunderbar, ja? Was ist das? Aha. Tirol. Das ist eine Geschichte von einem 100-Jährigen, der einfach verschwunden ist. Aber das wollen wir nicht hoffen bei Ihnen, ne? Sie bleiben hier. Wir möchten ihn hier behalten, ne? Was ist los? Wir bleiben alle zusammen hier, nicht? Jo. Genau. Er ist ja 107, er ist ja 107 geworden und deshalb. Dann noch einen schönen Tag, Herr Müller, ja? Wir gehen jetzt weiter. Einverstanden? Jo. Bis zum, alles Gute. Bis zum 108. dann, ne? Genau, da sehen wir uns wieder. Kino, das geht bestimmt. Hätten wir den anderen. Und die einzelnen Gruppen haben dann jeweils andere Farben. Und andere Bilder, also die orientieren sich schon. Und sie haben auch jede Wohngruppe nach einer Institution oder einem. Oder im Park benannt. Und es gibt Bewohner, die haben zum Beispiel im Nordpark gewohnt. Die wohnen ja auch im Nordpark. Also sie sagen, Nordpark ist klar, dann orientieren sie sich auch nach links. Die Pfeile sind ja auch dran, also die Orientierungspfeile.
Und das dauert vielleicht 14 Tage, dann haben die sich auch eingewöhnt. Und sie sind auch in anderen Bereichen unterwegs. Da staune ich, wie Herr Mücke, der hier eben im Rollstuhl saß, der kommt oft zu mir runter, wenn irgendwas mit ist. Mit den Etagen kommen sie klar. Ja, das ist ja auch kein Problem, Fahrstuhl. Dass sie die Etagen verwechseln oder sowas, das ist nicht so. Das immer. Passiert schon mal. Und dann fragen sie, ob bin ich jetzt falsch? Und dann sagt ihnen jemand, ja, Herr Mücke, Sie wohnen in der dritten Etage am Theater. Alles klar. Fährt er hoch und fährt dann nach rechts. Ja, das ist auch mal so ein Einzelzimmer. Die Möbel sind, glaube ich, mitgebracht, ne? Ja, und das ist aber uns auch wichtig, dass die Individualität gewahrt wird, dass man sagt, das eigene bringen wir mit, um uns heimisch zu fühlen. Also hier oben soll erstmal der Name rein, ein großer, gut lesbarer Schrift. Und dieses Fach ist dazu da, dass der Bewohner eventuell sich auch wiedererkennen kann oder ein Erinnerungsstück aus seinem früheren Leben mit hierher nimmt, dass er praktisch dann, wenn er die Orientierung auch braucht, sein Zimmer in diesem Fall dann auch wiederfinden kann. Hier unten ist das Postfach, das heißt so wie zu Hause auch, der Briefkasten an der Tür oder manchmal muss die Treppe runter zum Briefkasten. Ganz wichtig ist, dass die Angehörigen dann auch Briefe schreiben, weil das ja früher viel mehr gemacht wurde als heute. Heute schreibt man ja alles nur mit SMS und ja, so weiter. Ne. Ja, das können die alten Leute nicht, das packen sie genau, nicht. Genau, und darum ganz früher sollen die Bewohner eben auch heute sehr viel Post bekommen, weil das auch ein bisschen zum Daheimgefühl beiträgt. Ja. Wo die Bewohner gebadet werden können in den einzelnen Zimmern sind ja Duschbäder. Auch mit rein und rausgehoben, ja, dann genau, kommen doch da. Da sind die speziellen, wir haben auch verschiedene Geräte dafür, kann man die Bewohner einsetzen, dann fährt das Gerät hoch so und dann die wieder Höhe, kommen doch die Wanne. Die Wanne ist auch hoch und runter fahrbar, also man kann sie dann auch runterfahren zum Arbeiten für Rückenschonen, das Arbeiten als Pflegekräfte daneben. Draußen hat es den Grauton der oberen Fassade angenommen. Und jetzt glaube ich, ja, aber man hofft, dass da nicht irgendwelche Leute kommen, die spähen oder ähnliches. Ja, wir werden da jetzt noch in den Abständen Ranggitter anbringen lassen und Klematis. Ja, das ist ja natürlich schön. So ist das. Lustig, ist das eine große Kooperation? Wir sind relativ an der Hauptstraße gelegen. Ja. Das ist jetzt alles schnell in den Garten gekommen. Hier ist das mit Sicherheitsdruck, um das keine Leute abhauen. Manchmal ist es eine größere Stadt, das ist ein bisschen schwieriger. Also abhauen als solches, Sie werden ja betreut. Wenn Sie in den Garten gehen, wenn hier Veranstaltungen stattfinden, ist die Betreuung ja dabei. Und wir haben mittlerweile, bitte schauen Sie nicht rein, es waren vorhin die Auflagen alle hergelegt worden und jetzt sind Sie da drin, es ist eine Toilette. Wir haben also die Möglichkeit, auch hier zur Toilette zu gehen. Man braucht sie nicht immer herein und heraus fahren. Das ist schon ein sehr großer Fortschritt und trägt auch dazu bei, dass Sie in Ruhe Ihre Angebote, die wir hier haben, dann auch umsetzen können. Wir haben hier eine Tanzfläche, die wird auch wahrgenommen. Dann tanzen wir nicht nur oben in dem Bereich des Marktplatzes, sondern auch hier. Wir kegeln hier, wir spielen hier Minigolf. Wir haben die Hochbeete auch für Rollstuhlfahrer, die drunter fahren können und sich dann auch mit betätigen können. Wir haben dann hier eine kleine Fläche, die wird für die Hasen eingerichtet, ja, also Kaninchen werden wir auch hier haben, Hasen oder Kaninchen. Im Moment sind Wildkaninchen hier, die sich hier tummeln. Ich weiß nicht, wo sie im Moment sind. Die sind hier auch körper. Ja, ne? Genau. Bis zum Fürstenwaldhof. Ja, ich bringe den Mist noch bei den Hunden. Oh ja, ja. Der freut sich, ja. Ja. Sonst die Hasen nicht jagen. Ja, und natürlich, es wird hier draußen gesungen. Wenn das Wetter sich jetzt in den nächsten Tagen bessert, dem soll ja so sein, dann werden wir versuchen, so viel wie möglich an Zeit hier draußen zu verbringen. Die einen mit der Arbeit, wir werden auch die Werkbank noch ausstellen, dass die Männer was zu werkeln haben. Der Kindergarten möchte Vogelhäuschen haben und wir haben Männer drunter, die von der Ausbildung Schlosser sind, also prädestiniert. Und somit hat jeder dann so seine Aufgabe. Ich sagte ja vorhin schon mal, Biografie ist sozusagen die Basis hier bei uns. Dass wir in jeden hineinschauen können und auch relativ schnell erkennen, was können wir anbieten
Fühlen Sie sich wohl oder fühlen Sie sich nicht wohl? Das kommt doch mal ein bisschen. Du hast nicht so viel Verstecker, du bist so groß, oder? Du musst nicht so da hinten gehen. Könnte mich auch hinten. Und zeig mal an, welche Kamera, nicht, dass jeder woanders hinguckt. Nee, ist tatsächlich so. Bei fünf Kameras guckt jeder woanders hin. Einfach in der Mitte, immer auf Jana. Was ist der Minister nicht mehr gewesen? Ja, der Minister vielleicht ein Stück vor. Ja, so. Wichtigste Person, verdeckt, das geht ja. Okay. Sehen Sie immer den täglichen Ablauf. Also wenn Angehörige abends kommen und sagen, Mutti, wie war es denn heute? Hast du gut gegessen? Hast du was mitgemacht? Gar nichts. Dann kommen sie zu mir und sagen, sagen Sie mal, wieso ist meine Mutter nicht dabei? Dann sage ich mal, 10 Minuten Zeit nehmen, bitte schön. Einfach mal. Das ist natürlich ein intensiver, aber gleichzeitig kurzer Eindruck. Ich will aber sagen, dass mich sehr beeindruckt auch Ihr Ziel, auch bei der Gruppe der tendenziell erkrankten Menschen ausdrücklich daran festzuhalten, dass eine Pflegeeinrichtung eingebunden ist in die Gesellschaft. Dass wir nicht die Alten und erst recht nicht die tendenziell Erkrankten irgendwo hinwegstecken, abschieben. Und das Bild, das ich neben dem schönen Garten besonders mitnehme, sind die Kinder. Die Zahl derjenigen, das ist noch eine Generation, der dann die Enkelkinder vor Augen sind. Aber auch insgesamt ist es besonders wichtig, dass Pflegebedürftigkeit auch in das Leben der Menschen, die noch lange nicht davon betroffen sind, direkt hineingeholt wird. Und ich habe vorgestern einen Preis der Ehrenvorsitzenden der Deutschen Hospizbewegung übergeben, die eine Aktion organisiert hat, Grundschulkinder in die Hospize. Das sind Kinder, deren Eltern noch keine 50 sind, aber die das dann auch als Gespräch mit nach Hause bringen, was sie dort erleben. Die Kinder, die bei ihnen aus dem Hundertwasserkindergarten nach Hause gehen und hier waren und hier erlebt haben, die älteren Menschen und auch wie viel Freude denen dieses Miteinander macht. Auch wichtig, dass wir nicht nur Angst besetzt auf diese Erfahrung von Gerechtigkeit, Endlichkeit schauen, dass sie die Kirche hineinholen mit dem Gottesdienstraum, dass sie Ehrenamtliche haben. All das ist ein gutes Zeichen für den Wunsch, die Einrichtung in der Gesellschaft von Magdeburg, das bestätigen ja auch die Kommunalpolitiker, in der Gesellschaft von Magdeburg zu verankern. Das ist ein ganz wichtiges Ansehen. Ja. Alles Gute, viel Erfolg in dieser Arbeit. Das habe ich selber angeguckt. Dankeschön. Wenn ich das noch anfügen darf, also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Hermann Krühe, bedanken, weil wir sitzen ja dann öfter auch zusammen, nicht nur im Plenum, sondern auch in vielen anderen kleinen Runden. Und er hat ja gesagt, schon am Anfang seiner Amtsübernahme, dass das Thema Pflege eines der, nicht nur der Megathemen, sondern für ihn ein Herzensanliegen ist. Und da unterhält man sich natürlich auch immer, und er hat es ja angesprochen, Theorie ist das eine, Praxis das andere. Und als wir uns dann unterhielten und ich ihn ansprach, wäre schön, wenn du mal in meinen Wahlkreis kommen würdest, ich kenne ja die Terminpläne, dann sagte er gleich zu und fragte auch, hast du denn da ein Projekt? Und in der Regel ist es ja dann so, dass man genau überlegt, es gibt so viele gute Projekte, auch hier in Magdeburg, auch hier im Wahlkreis. Da habe ich aber nicht gezögert, und Sie haben gesagt, das Vitanas Demenzzentrum ist aufgrund der Ausrichtung eben in der Mitte der Gesellschaft. Und diese, ich hätte beinahe gesagt, sektorenübergreifend in Anführungsstrichen, aber das Übergreifende, also die Kinder auf der einen Seite, die alten Menschen auf der anderen Seite, die Mittleren und die Jüngeren auf der ganz anderen Seite, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Und wie wichtig das Thema nicht nur dem Gesundheitsminister, mir als Wahlkreisabgeordneten, ist, sondern generell. Und er zeigt eben auch, dass Heike Bremer heute mit hier ist, als Landesgruppenvorsitzende der Landesgruppe Sachsen-Anhalt im Bundestag. Und der Spitzenkandidat für die Europawahl, Sven Schulze. Also wir müssen ja auch der europäischen Ebene immer mal ein paar Dinge mitgeben und sagen, wie wichtig das Thema ist. Und es sind ja schon einige Zahlen genannt worden. Also wenn ich mir überlege, wir haben 2 Millionen über 85-Jährige in der Gesellschaft, da sieht man auch schon die Verhältnisse. Und insofern freue ich mich, mal wieder diese Woche das zweite Mal hier sein zu dürfen, und hoffe, dass wir uns noch sehr, sehr häufig hier sehen.
Und all diejenigen, die in Magdeburg sind und dann immer fragen, was ist denn das für ein schönes Gebäude, denen kann man sagen, da geht es um demenziell Erkrankte, aber wenn die dann sehen, wie gut die Leute betreut werden, haben sie dann auch kein Problem mehr damit, weil wir alle wissen, irgendwann kann es jeden von uns betreffen. Insofern kann man immer nur wieder sagen, Leute, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und deshalb bin ich so froh, dass der Gesundheitsminister... Die wichtigsten Botschafter dieses Berufes ist, wie die nach 10 Jahren noch sagt, das war richtig, was ich da entschieden habe und nicht das Gefühl haben, an ihren eigenen Ansprüchen im Arbeit zu sein. Ich bin in der Tat sehr beeindruckt, das Thema benennt es eine große Herausforderung, dass wir Betriebs- und Behandlungskosten die Verantwortung trägt. Die müssen wir setzen, die Regelungen etwa bei den Fallpauschalen. Das ist die Grundlage dafür, dass die Krankenversicherung in Deutschland fast 70 Milliarden pro Jahr für Krankenhausbehandlungen aufwendet. Planung der Krankenhauslandschaft liegt zu Recht bei den Ländern. Da kann sie in Zusammenarbeit mit den Kommunen ausnageln. Das schönste Bild, das ich in Erinnerung behalten werde aus diesem Besuch hier im Vitanas Demenzzentrum in Magdeburg, ist der Besuch des Kindergartens. Das sind die Kinder, die deutlich machen, hier werden demenziell Erkrankte nicht abgeschoben, sondern hier findet eine liebevolle, eine fachlich hochwertige Betreuung statt. Aber was ganz wichtig ist, dieses Haus ist nicht nur mitten in der Stadt, nah an der Elbe mit herrlichem Ausblick aus vielen Zimmern, sondern es nimmt auch das städtische Leben hinein. Den Kindergarten, die Kirchengemeinde mit den Angeboten, die Ehrenamtlichen aus der Stadt, die sich hier engagieren, das lässt hoffen. Demenz ist eine große Herausforderung, sie ist vielfach angstbesetzt. 40.000 Menschen erkranken jährlich zusätzlich an Demenz. Wir haben 1,4 Millionen demenziell erkrankte Menschen in Deutschland. Hier ist hochwertige Pflege, liebevolle Zuwendung gefragt und die habe ich heute hier eindrucksvoll erlebt und wünsche deswegen dieser Einrichtung von Herzen alles Gute. Herr Minister, zum Abschluss noch eine Frage. Sehen wir Sie zum Walzer tanzen? Also ich bin begeistert, wie hier Tanzen, Singen, Musik großgeschrieben wird. Da ist vieles an Kindheitserinnerung, die Lieder an Jugenderinnerung, das Tanzen. Also natürlich hat mich gefreut die Aufforderung zum Walzertanz. Mein Foxtrott ist besser als der Walzer. Aber ob es denn nochmal möglich sein wird, weiß ich nicht. Aber dass hier getanzt wird, das ist großartig. Wir werden sicher schauen, dass der Minister bald mal wieder in den Wahlkreis kommt. Und er hat es angesprochen, Demenz ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Bei 2 Millionen Menschen über 85 Jahre geht uns das alle an. Und insofern bin ich besonders froh, dass er heute hier ist und sich des Themas in der Art und Weise, wie er das tut, annimmt. Vielen Dank.